Hallo und herzlich willkommen zum 5. Set-Spotlight von Foundations. Ich bin's euer Patrick, bei mir ist euer Matthias. Hallo, servus. Und heute machen wir schon die multikale Artefakte und Länder. Das heißt, theoretisch schließen wir schon den ersten Cycle an neuen Karten ab. Aber wir haben noch zwei weitere Folgen für euch, morgen und übermorgen. Was es ist, verrate ich euch später. Dazu springen wir später. Genau, deswegen gleich Multicolor. Jawohl, wir starten mit Alesha, Verachterin des Schicksals. Ein farbloses, ein schwarzes, ein rotes, ein 2-2 legendäre Kreatur Menschkrieger mit Erstschlag und immer wenn Alesha angreift, lege ich eine +1/+1 Marke auf sie, also greift es gleich mal das 3-3 an. Jawohl. Und Überfall, zu Beginn deines Endsegments und falls du in diesem Zug angegriffen hast, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl mit Mana-Betrag kleiner oder gleich der Stärke von Alesha aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Mhm. Das ist schon noch sehr gut. Ja. Legst du erst einen 2-2 Erstschlag-Blocker und dann greifst du mit einer 3-3 an, die hoffentlich überlebt. Ja. Und dann ein 3-Mana Dings zurückbringt. Ja, und mit Erstschlag ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie überlebt, relativ hoch. Ja. Ja, finde ich solide. Ich auch. Jetzt nicht super beeindruckend, aber solide. Das ist eine coole Karte einfach. Das ist auch sehr solide. Ah, jetzt weiß ich, wie das heißt. Hymne der Champions. Ein farbloses, ein weißes, eine Verzauberung. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. Es ist nicht ein farbloses, ein weißes, ein farbloses. Entschuldigung, ein grünes, ein weißes. Weil ein farbloses, ein weißes wäre Horn of the Pure. Ja, das stimmt. Sorry, Hymne der Champions. Ja. Kostet natürlich ein grünes, ein weißes. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. Es ist halt wie Horn of the Pure, nur halt jetzt mit grün. Ja. Why not, though? Gute Karte. Ja, jetzt hat man, kann man 3 Hymnen spielen. Mhm. Mir gefällt das Artwork. Das Artwork ist ganz nett. Ansonsten sehr solide Karte. Das ist halt typisch grün, weiß und Token. Token, genau, ja. Fett machen deine Viecher. Ja. Aschwurzel-Animist. Mhm. 2 farblose, ein rotes, ein grünes. Jawohl. 4/4 Kreatur-Eidechse-Druide. Mhm. Verursacht Trampelschaden. Ja. Wenn diese Kreatur angreift, verursacht eine andere Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, bis zum Ende des Zuges Trampelschaden und erhält +X/+X, wobei X gleich der Stärke dieser Kreatur ist. Aha, das heißt, ein anderer Dude, der greift an, 4/4 Trampel, und ein anderer Dude wird doppelt so stark und hat auch Trampel. Das ist schon solide. Das ist doppelt so stark, wird einfach +X/+X. Diese Kreatur. X gleich der Nein. Ja, X. An der Kreatur, der Wald über der ist. Die Stärke dieser Kreatur ist. Ja, nein, diese Kreatur. Ja, die wird doppelt so stark halt, ja. +X, wobei X gleich der Stärke dieser Kreatur ist. Ich habe glaubt, du kriegst +4/+4. Okay, der eine kriegt verdoppelt einfach die Stärke. Okay. Ja. Ich habe glaubt, du kriegst die Stärke von Aschwurzel Animist. Also, es ist, glaube ich, nicht diese Kreatur, sondern die gewählte Kreatur. Ja. Okay, verstehe. Ja. Aber trotzdem sehr gut. Ja. Ja. Kann ja auch mal mehr als 4/4 sein. Eile wäre schön gewesen. Aber ja, geht ja nicht alles. Die ist spannend. Mhm. Elenda, Heilige des Zwielichts, kostet wie ihre andere Version auch 4 Mana, nämlich 2 farblose, ein weißes und schwarzes. Jawohl. Ist eine 4/4 legendäre Kreatur, Vampir-Ritter. Lebensverknüpfung. Mhm. Fluch sicher vor Spontanzaubern. Ja, nur Sorcery Removal hier. Mhm. Solange du mehr Lebenspunkte als deine Startlebenspunkte hast, erhält Elenda +1/+1 und hat Bedrohlichkeit. Elenda erhält zusätzlich +5/+5, solange du mindestens 10 Lebenspunkte mehr als deine Startlebenspunkte hast. Ja. Okay, die ist ein bisschen wie, wer ist dieser Dude, dieser einmalerweise Dude? Ah ja, ich weiß nicht, was ich meine, gell? Ja. Ich finde die, erstens finde ich gut, dass es Startlebenspunkte sind, damit ist es in Commander nicht ein Auto fetti, weil es bei einer legendären Kreatur schon ziemlich frech gewesen wäre. Mhm. Abgesehen davon finde ich es cool, dass du schon mit 21 ein Payoff hast, nämlich dann hast du eine 5/5 Lifelinker, fluchsicher und halt bedrohlich. Mhm. Und damit ist dann halt auch sehr schnell eine, also dann schnell 10 Lebenspunkte. Mhm. Und dann ist es sehr schnell eine 10/10. Und dann ist es sehr schnell ein, hast du sehr schnell gewonnen. Ja. Also finde ich eine coole Karte. Finde ich eine coole Karte. Als Payoff. Ja. Auch für dein Commander-Deck. Ja. Als Commander. Und durch das Lebensverknüpfung hat, feedet sie sich halt auch selber. Ja. Was halt auch sehr nice ist. Die ist insgesamt in sich selbst sehr schön designt. Ja. Stimmig. Jawohl. Den finde ich auch wieder sehr cool. Wobei das Artwork finde ich nicht so toll. Koma, die Weltenverschlingerin. Mhm. 3 farblose, 2 grüne, 2 blaue. Jawohl. Legendäre Kreaturschlange. 8/12.
Dieser Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. So wie die alte. Genau. Verursacht Trampelschaden. Abwehr 4. Ja. Schon auch wieder sehr vieles. Ja. Aber gut, kostet auch 7 Mana. Immer wenn Koma einem Spieler Kampfschaden zufügt, erzeuge 4 3-3 blaue Schlangenkreaturspielsteine namens Komas Windungen. Ja. Und das ist halt schon auch wieder ein Orga-Finisher. Ja. Kann nicht neutralisiert werden, dann Abwehr urteuer. Einmal connecten, viele Kreaturen. Ja. Also die alte Koma war schon besser. Ja. Muss man ehrlich sagen, weil du halt, da, wenn du da nicht im Upkeep das Removal vom Gegner, also bis zum Upkeep das Removal hattest, hattest eigentlich verloren. Ja. Weil sie dann halt indestructible werden konnte oder so ein Spaß. Irgend sowas, glaube ich, indestructible was. Aber, oder Hexproof, sie hat sich selbst beschützt. Aber die ist halt, wenn du die connectest, ist die halt ein viel schnellerer Finisher. Ja, aus die alte Koma war, glaube ich, nur 6-6, oder? War die nicht sogar nur 5-5? Weiß ich gar nicht. Ja, weiß ich gar nicht, aber die war auf jeden Fall wesentlich kleiner als die. Ja. Sie war nicht 8-12. Die ist halt huge zum Quadrat. Ja. Kann sein, dass sie 6-6 war. Ich weiß es nicht. Ja, genau. Die hatte viel Text, die hat auch viel Text. Ja. Gefällt mir gut. Ja. So, dann. Der gefällt mir auch ganz gut. Da gefällt mir nämlich auch das Artwork sehr gut. Da war ich auch irritiert. Küka, Erwecker des Westwinds. Du warst irritiert, okay. Zwei farblos, ein weißes, ein blaues. Tja, das Problem ist, ich mach das eigentlich sehr ungern, aber ich habe schon angeboxt, bevor wir dieses Video aufgenommen haben. Ja. Beim Unboxing habe ich besprochen, dass ich auch finde, dass der ein Vogelgesicht hat, aber menschliche Hände. Und das finde ich, hat mich urgeflasht. Das hat er beim anderen Version aber auch gehabt, oder? Ja, möglich. Ja. Aber es hat mich trotzdem geflasht. Mhm. Also, für 4 Mana bekommt man eine 3-4 legendäre Kreatur Vogelzauberer. Mhm. Fliegend. Ja. Immer wenn du einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch wirkst, bestimme eines. Schicke eine andere Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, ins Exil. Bringe sie zu Beginn des nächsten Endsegments unter der Kontrolle ihres Spielers ins Spiel zurück. Ja. Okay? Kann sich leider nicht selbst beschützen, das wäre natürlich sehr gut. Das wäre gut, wenn sie selber flickern könnte. Ja. Oder erzeuge einen 1-1 weißen Geist-Kreaturspielstein mit Flugfähigkeit. Genau. Macht halt Token genau. Oder du blinkst was ja. Für Value. Ja. Ganz nett. Ich glaube, dass man den auch relativ oft als Commander sehen will, sehen wird. Ja, dadurch, dass du halt auch einfach nur Token machen kannst, ist halt der Vorteil, dass du halt einfach in die Breite gehen kannst. Genau. Und da wenn du deine Value-Sachen hast, blinkst du es halt. Genau. Finde ich nice. Ja. Der ist ganz gut. Ach, den finde ich sehr gut. Verstehe ich. Niv-Mizzet, der Visionär. Eine neue Niv-Mizzet-Karte. 4 farblose, ein blaues, ein rotes. Mhm. Eine legendäre Kreatur, Drache, Zauberer. 5-5. Fliegend. Du hast keine maximale Handkartenanzahl. Jawohl. Handkartenzahl. Und immer wenn eine Quelle, die du kontrollierst, einem Gegner nicht Kampfschaden zufügt, ziehst du entsprechend viele Karten. Und was mir an dem so gut gefällt, ist, dass er mit dem anderen Niv-Mizzet Infinite geht. Der pinkt und wenn, pinkt, du, wenn du Karten siehst, enttappt er. Ja. Ja. Genau. Das heißt, du die Common quasi mit die Common, ja. Was mir als einziger an dem Niv-Mizzet jetzt nicht gefällt, dass er nicht, dass er counterbar ist. Das auch, ja. Aber dass er einen Lightning Bolt speit. Das vom Artwork her. Ja, also es schaut so aus. Ja, ich meine, es sind dahinter auch die Dinge. Ich weiß nicht, aber, es schaut ein bisschen aus. Ja. Ich meine, er hat den Mund schon offen, gell? Ja. Schaut aus, würde da Lichtblitze seinen Mund rauskommen. Das schaut irgendwie doof aus. Ja, das Artwork ist irgendwie ein bisschen weird. Da gibt es bessere von ihm. Aber die Karte finde ich cool, ja. Ja. So, da. Den finde ich auch arg. Naja, eine Ankommen. Ja. Habe ich ihn reingenommen. Leider keine Eile. Entstellender Künstler. Ein farbloses, ein schwarzes, ein rotes. Kreatur Teufel. 3-2. Todesberührung. Mhm. Und Überfall. Kein Touch das. Zu Beginn deines Endsegments und falls du in diesem Zug angegriffen hast, verliert jeder Gegner 3 Lebenspunkte, es sei denn, jener Spieler opft einen Nichtland permanent, das er bestimmt, oder wirft eine Karte ab. Ja. Das heißt, du greifst an. Er muss blocken. Er muss, wenn er nämlich nicht blockt, dann verliert er sonst auch was. Genau. Und wenn er blockt, verliert er aber trotzdem was, weil er Death Touch. Genau. Ja. Das finde ich ist einfach eine solide Karte. Wie gesagt, leider also keine Eile. Er muss blocken und ihn töten. So ist es richtig. Nur blocken reicht ja nicht. Ja. Ja. Leider keine Eile. Ja, stimmt. Mit 2 Bobsch wird den vermutlich töten. Ja. Aber wenn der Eile hätte, wäre also wenn der Eile hätte, wäre er sehr gut. Ja. Dann wäre er wirklich sehr gut. Weil dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass er was zum Blocken hat, ein bisschen geringer. Weil er es ja nicht kommen sieht. Weil er es nicht kommen sieht, genau. Lass er sich halt was zurück und denkt sich, naja, den muss ich dann blocken. Ja. Deswegen, ja. Aber trotzdem viel gute Karte. Wenn er nämlich nichts hat, dann geht er halt
Ja, dann ist er schon sehr Wenn du es mühsam. in Schwarz-Rot kannst, halt schon viel Removal auch haben, sodass Ja. er connected. Ja. So, von Schwarz-Rot zu Blau-Grün. Und wir sind letzte Simone. Multicolor-Karte und sie ist wieder Und sie ist Mythic mit. schon. Ja, voll. Oder? Schon letzte. Ja, Aha. mit Z. Simone. Die Simone Paradoxon Bildnerin. Jawohl. Zwei farblose, ein blaues, ein grünes. Legendäre Kreatur Mensch-Zauberer. Ja. Eine 1-4. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug legst du je eine plus 1 Marke auf bis zu zwei Kreaturen deiner Wahl, die du kontrollierst. Das ist schon mal sehr gut. Und für ein grünes, ein blaues Tappen, verdopple die Anzahl der Marken jeder Sorte auf bis zu zwei Kreaturen und/oder Artefakten deiner Wahl, die du kontrollierst. Die finde ich einfach sehr solide. Ja. Die ist wieder so plus 1 Marken. Grundsätzlich, das heißt, du spielst sie, kriegst gleich einen Effekt, weil du zwei von deinen Viechern größer machen kannst. Und dann das mit dem Verdoppeln, und zwar jegliche Anzahl an Marken, ist sehr nett. Sie ist halt eingeschränkt auf Kreaturen oder Artefakte. Das heißt, du kannst nicht deine Planeswalker auf einmal mit Urfil-Loyalty aufpumpen. Das stimmt. Passt Aber sie schon, kannst du auch aber. selber targeten, also kannst du auch selber zu 2-5 machen. Es ist ja nicht eine andere, es sind ja Ja. nur zwei, bis zu Ja. zwei. Du Ja. kannst dich auch selber fetter machen. Was dann zum Blocken dann natürlich ganz gut ist, ja. Genau, was ein bisschen komisch ist, ist, dass du alle Arten von Marken verdoppeln kannst, weil Death-Touch-Marken mal zwei, wurscht. Lifelink-Marken mal zwei, wurscht. Welche Ja. Marken außer +1/+1-Marken mal zwei machen einen Vorteil, wenn du sie verdoppelst? Ja, gibt schon so Ladungsmarken und so Geschichten. Also Und vor allem auf Ladungsmarken, auf Artefakte gibt es halt Artefakte, noch ja, andere okay. Sachen. Ja, Auf und Kreaturen halt nämlich nicht, in Wirklichkeit, oder? Ja, okay, gibt's auch. Das ist kannst aus das der blauen Ding, wie es Geader geht. marken Ja, ja, okay, genau. ja. Es gibt schon einige Sachen. Und diese Death Touch und Lifelink Marken, es gibt ja mittlerweile relativ viele Sachen, wo du Marken auch herumschieben kannst. Halt, ne? Dann Okay, schiebst du dann halt die bist du Marken wirklich im von deiner Commander Wahl. Town wieder. Ja, also die ist ja auch Commander Town. Ja, okay. Ja, da finde ich sie nicht so schlecht. Gut. So, diese Karte haben wir schon sehr früh angeteased. Ja, in Folge Jetzt ist 1. sie hier. Das Banner der Verbundenheit. Tada. 5 Mana. Und damit unser erstes Artefakt. Jawohl. Also unser erstes reines Artefakt. So wie dieses Artefakt ins Spiel kommt, bestimme einen Kreaturtyp. Dieses Artefakt kommt für jede Kreatur des bestimmten Typs, die du kontrollierst, mit einer Gefährtenmarke ins Spiel. Und Kreaturen des bestimmten Typs, die du kontrollierst, erhalten plus 1 für jede Gefährtenmarke auf diesem Artefakt. Ja. Eine neue Version von Coat of Arms, die Mit aber doch ganz anders eine funktioniert. Mischung aus Dorf Destiny und Coat of Arms. Ne? Ja. Ja, ich finde die Karte schon sehr gut. Also natürlich, du brauchst ein Board, Ja. aber wenn du ein Board hast, ist halt insane. Ja, wenn du 1er Drop, 2er Drop, 3er Drop, 4er Drop into das legst, Dann ist es natürlich kriegen die Game alle Over. plus 4 plus 4. Ja. Zumindest, wenn dann nicht irgendwas Token auch noch gemacht hat oder so. Ja. Ja, krass. Gute Karte einfach, ja. Ja. So, das ist eine spannende Das ist Karte. wirklich eine spannende Karte. Das ist ein weirdes Design, finde Ja. ich. Lilienaxt. 4 Farblose für eine Artefaktausrüstung. Jawohl. Aber falls diese Karte für deine Starthand ist, kannst du die Partie mit dir im Spiel beginnen. Ja, wie eine brave Wie eine. Lehrlinge halt. Genau. Die ausgerüstete Kreatur erhält plus 1, hat Doppelschlag und verursacht Trampelschaden und ausrüsten 3 Farblose. Ja. Ja. War, finde ich, ein bisschen klar, dass sie dieses Leylinien-Design mit, du kannst ja mit dem Spiel starten, auch irgendwann einmal auf Was was anderes? anderes erweitern. In dem Fall ist es eine Ausrüstung und da ist, glaube ich, wenig Harm, weil du musst ja dann auch 3 Mana zahlen, dass du sie mal Brauchst anlegen eine kannst irgendwann. Kreatur Ja. und 3 Mana. Ja. Wobei, da waren auch die Stefans wieder aktiv und haben gemeint, die sehen dich schon, dass du anfängst dein Game mit Lilienaxt, Mox. Mox und irgendein Academy. Mache ich gleich nur für Mana. Mache ich das. Das stimmt. Das stimmt. Gratis Artefakt ist natürlich immer geil, ja. Aber Transmute-Artefakt, weggeopfert. Transmute-Artefakt, das ist natürlich geil. Into, Das ist natürlich keine geil. Ahnung, Memory Jar. Naja, muss man ja Mana extra zahlen, aber ja, das geht natürlich. Mit Mox und so. Ja. Gratis Artefakt ist immer gut, ist immer was Arges, ja. Aber drum haben sie es vermutlich auch mal auf einer Ausrüstung gemacht, Wo man wo es nicht so viel passieren kann. ja, Im Moment wo halt, das ja. halt für den Combo dann witzig ist, aber sonst wäre es für den Deck halt eine Ja. tote Karte, ja. Ja. Ja, aber mit einem Simulator-Artefakt ist natürlich geil halt, ja. Ja, Kann man schon. schon was machen. So, das letzte Artefakt ist diesmal eine Rare. Jawohl. Der kritzelnde Krabbler. Der kritzelnde Krabbler. Kostet, das ist ein ganz wildes Artwork. Ich finde, der hat zwei Artworks, das und auch ein Showcase-Artwork, also ein Full-Art-Artwork. Ich finde beide cool.
Ich finde es nämlich cool, wie er dieses Zeichen macht. Beim anderen tut er das auf so fliegende Platten reinschreiben. Das halt, finde ich geil aus. Da taugt man einfach. Kostet 3 Farblose. Ist eine 3-2 Artefakt-Kreatur Phyrexianer-Konstrukt. Zu Beginn eines Versorgungssegments zieht jeder Spieler eine Karte. Ja. Das ist mal geil. Und Holding Mine. Ja. Immer wenn ein Gegner eine Karte zieht, verliert er einen Lebenspunkt. Upsi. Das ist schon nicht so schlecht. Ja. Ja, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Und Underworld Connections, nein, Underworld Dreams. Underworld Dreams, ja. Weint. Ja, stimmt. Das ist einfach wesentlich besser. Es ist halt 3 schwarze Kosten, hat nur die zweite Zeile gemacht. Ja, das stimmt. Ja, das ist ein bisschen traurig. A Power Grip in here. Ja. Aber trotzdem, es ist halt eine geile Karte. Stell dir vor, du hast das plus Shieldred. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das ist halt in der gleichen Ding. Ja. 3-mal das, 4-mal Shieldred. Ja, Annex geht natürlich auch. Was für ein Annex? Das, der neue Raum. Unholy Annex. Ja, ja. Na, und gab es jetzt nicht diesen Schnitter aus Duskmoor, oder? Ich meine, doppelrot und doppelschwarz ist bitter halt, ja, aber diesen doppelroten Dude, wenn der Gegner Karten zieht, verliert ein Leben, into den Dude, into Sheoldred. Ach so, ja, ja. Das ist natürlich eine Curve, ne? Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Karten ziehen. Needlehead. Ja, genau. Genau, ja. Den Dude. So, da letzte Karte aus dem Hauptset, die wir besprechen. Und jawohl. Zwar ist es Seelenstein Sanctuarium. Jawohl. Ein Land, hat Tappe erzeugt, ein farbloses Mana und 4 farblose. Ja. Dieses Land wird zu einer 3-3-Kreatur mit Wachsamkeit und allen Kreaturentypen. Es ist immer noch ein Land. Ja. Most notably nicht bis zum Ende der Runde. True that. Sondern... Es Forever. Ist dann einfach eine 3-3. Jawohl. Es ist Stalking Stones, das jetzt günstiger ist. Ich wollte gerade sagen, Stalking Stones weint in einem Eck, weil der Power Grip hat so ihn erwischt. Ja, das stimmt. Ja. Wobei Stalking Stones waren nicht alle Kreaturentypen, oder? Nein, Stalking Stones war einfach, ich glaube, ein Konstrukt oder so. Irgendwas, es war auf jeden Fall ein Artefakt, ja. Vielleicht, glaube ich. Aber es war immer. Für 6 Mana halt. Genau, es war für 6 Mana. Ich habe Stalking Stones damals im Mirrodin Onslaught Control Deck Block gespielt. Ja. Ich finde, das sind Karten, die ich mag. Ja, ich habe auch dieses Creeping Barons oder das heißt, das 4 Mana eine Marke drauflegen können und zur Kreatur machen. Ja. Sehr gern gespielt und sehr viel gespielt. Das andere war halt schon besser, weil es halt irgendwann einfach so fett war, dass du halt, du konntest es halt auch nicht aktivieren und hast dann halt 3-4 Mal aufpumpt, dann war es irgendwann eine 5-5. Ja, und es hat, also du siehst diese Karte und denkst, es ist ein Vorteil, ich muss es nur einmal zahlen und dann ist es für immer eine Kreatur, ja, aber es ist in Wirklichkeit ein Nachteil. Genau, weil es halt dann halt an jedem Mastermuffel, das du spielen möchtest, selber stirbt und der Gegner halt sich das Spotting-Muffel nicht aufhaben muss und so, sondern er kann es einfach irgendwann spielen, wenn er nicht lustig ist. Ja. Ich hätte es cooler gefunden, wenn es einfach 2 Mana kostet und nur bis zum Ende der Runde ist. Ja, ist einfach ein bisschen ein. Dann hast du das und Mutterwold und hast so mehr so Kreaturen. Ja, aber Mutterwold ist natürlich auch das ist gut für Unholy Annex. Hahaha. Weil damit hast du einen Demon. Weil es ein Changeling ist. Ja. Ich finde es krass, dass alle Kreaturen und nicht einfach Changeling draufsteht. Actually. Ja, weil das halt set-spezifische Ability ist halt. Ne? Okay. Warum halt nicht? Whatever. Jawohl, so, das war letzte Karte und deswegen. Deswegen können wir kurz über Set reden und die Top 3 machen. Wir können zuerst die Top 3 machen. Gerne wollen. Ich lasse dich beginnen. Jawohl, und zwar fange ich an. Alles erst und drücke Subject to Change. Aber mein Platz 3 aktuell nach diesem Set Spotlight ist einmal Sphinx des vergessenen Wissens. Mhm. Die finde ich einfach vom Design sehr cool. Wie gesagt, wenn sie am Hintern einen Punkt mehr hätte und 4 statt 3 hätte, fände ich sie insane. Du würdest sie wahrscheinlich auch als 2-4 nehmen. Ja, ich würde sie auch als 2-4 nehmen. Sofort als 3-4 wäre sie opti-topti. Alles Größe wäre natürlich Dream. Aber mir gefällt sie auch sehr gut, dass sie halt Flash hat, bedeutet, der Gegner zieht sie quasi nicht kommen. Ja. Also das negiert ein bisschen den Dreier Hintern. Kann natürlich sein, dass er einfach in seiner Runde quasi austappt, ein fettes Viech legt. Ja. Glaubt, dass dann Counterspell, aber in Wirklichkeit haha, hast du einen Threat, untappst, greifst an, spielst Removal, sein Ding ist hin und dann hast du den Counterspell und kannst jetzt jedes Mal Value generieren. Ja. Finde ich super, die Karte. Mein Platz 2, weil geilstes Artwork aus dem Set und es ist einfach wirklich eine lustige Karte, das aberwitzige Ausmaß. Diese Eichhörnchen, die da Rampage laufen, das gefällt mir einfach sehr gut. Mhm. Verstehe ich.
Und mein Platz 1, weil ich die Karte sehr gut finde und den Stefans einfach eins reinwürgen muss an der Stelle. Lootquilliger Entdecker ist einfach eine gute Karte. 1-4 kannst du ein zusätzliches Land spielen und hat dann auch eine aktivierte Fähigkeit, wo du auch ein Payoff davon hast, dass du viele Länder spielst. Ja. Richtig gut. Also den finde ich richtig gut. Find ich sehr, musste, muss man ja gleich sagen, ich muss ihn bei Patik wegnehmen, weil ja, er wollte ihn auch. Ich wollte gerade sagen, ich wollte ihn den Loot auch in der Top 3 haben, insofern ist es schön, dass du ihn hattest. Ja. Damit habe ich praktisch eine Top 4. mein Top Platz. Da kann ich nur den Kopf schütteln, Stefan. Mein Platz 3 ist, wie ich es oft bei den Top 5 mache, auch eine Karte, die ich wahrscheinlich spielen werde, aber die ich mich uroft dagegen ärgern werde, weil ich glaube, dass sie sehr gut ist. Knöchling, der Broschendieb. Ich sehe schon, dass das gegen das Mono-Black-Discard-Deck entstand und auf einmal gegen meine eigenen Threads verliere, weil er sie alle castet und ich werde mich übergeben müssen. Vor allem, es wird so sein, du wirst so Karte ziehen und dir denken so, jawohl, Alter, nächste Runde, also Master-Master-Mul passt und dann so nächste Runde legst du den Finisher und gewinnst mit der und der Gegner so rippt so random Tiny Bones, hat irgendeinen Dreck am Feld liegen, wird dich eine Karte diskarden lassen, wird und dann zerstört er dich damit. Ja. Genauso wird es ablaufen, Patrick. Ja. Denk an mich, wenn es passiert. Ja. Nein, da bin ich zu sehr im Rage, um an dich zu denken. mein zweiter Platz ist der Urheber der sieben Tode. Finde ich einfach sehr cool. Hm. Macht einfach, ist eine sehr smooth Karte. 7, ja. 7, 7, 7. Alles gute Abilities. Ja. Sehr fett. Ich ramp mich gern. Da habe ich ein Payoff, wo ich reinramp. Und vor allem, ich kann halt in nur zwei, drei Colors bleiben und rampen. Das finde ich sehr geil. Ja. Und mein Platz 1, eine ankommen, weil ich sie wahrscheinlich mein Legacy geben muss, weil ich glaube, dass sie in allen Formaten was machen wird. Die Blitzwoge. Ja. 3 Damage für jeden Player ist halt, für jeden Gegner vor allem, ist halt super. Man hat lange Zeit auch Flame Rift. Flame Rift gespielt, was 4 Damage für alle macht und 2 Mana kostet. Das kostet 1 Mana weniger und macht nur dir Damage. Ja. Danke, das reicht mir. Ja. Sau gut. Finde ich jetzt schon sehr nervig, die Karte. Ja. Noch nicht eine Partie dagegen gespielt, aber nervt mich jetzt halt schon. Noch jeder Spell, der ein Mana und 3 Damage macht, ist halt für Monorot sick. Man hat seiner Zeit lang sogar diesen schwarzen Spell probiert. Ja. Und das ist echt nicht geil für das Deck eigentlich, ja, aber brauchst halt nicht, ist halt besser. Big Fan. Stimmt. Ja. Dann, Set selber, was sagt man zum Core-Set? Ich finde es, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber ich finde es insgesamt sehr cool. Es gibt doch mehr coole Karten und auch Build, einerseits Build-Around mit Karten, andererseits Payoffs für Decks, die ich mag, wie zum Beispiel der Loot. Mhm. Ich finde es nett, dass sie auch wieder geschafft haben, so diese Thematiken zu machen mit so den Katzen. Ratten gibt es wieder Payoff dazu. Ja. Sind überhaupt ein bisschen in die Tribal-Schiene gegangen. Und Engel. Ja, ich glaube, sie haben Goblins. Ja, sie haben Goblins. Goblins gibt es auch. Goblins genau. Gibt es auch. Also sie haben, glaube ich, Rot-Goblins, Ratten, Engel und dann sind Sphinx bei Grün? Bei Weiß? Bei Blau. Ja, Blau gibt es Sphinx. Ja. Hydren gibt es in Grün. Ja. Also um den Dominik Jaworski zu zitieren, Grüße gehen raus. Es fühlt sich wieder an wie unser gutes altes Magic. Ja. Also es ist wieder klassisches Magic. Ja, das haben sie, finde ich. Ist schön. Es ist auch gut für ein Core-Set. Ja. Ja. Insofern mag ich es auch, weil ich finde es zwar lästig, dass sie diesen Split gemacht haben in der Nummerierung. Das finde ich actually auch als Shop, finde ich das urmühsam. Ja. Auch als Collector würde ich es mühsam finden. Aber es macht halt eine schöne Grenze. Man sieht halt was Neues, was Altes. Ja. Das ist wieder mein Vorteil. Und es ist nicht overburdened. Sie haben auch viele, wir machen ja keine Reprints, sie haben auch viele relevante Karten reprintet. Ja, sie haben auch ein paar Karten reprintet, die absolut nichts machen werden in Standard jemals. Aber ja, so ist es halt. Und ich finde es einfach ein durchaus ausgewogenes Set. Ich bin gespannt, wie das ist, wenn das jetzt 5 Jahre drin ist. Insofern finde ich es gut, weil sie es halt nicht gezwungen sind, jedes Jahr ein Core-Set zu bringen, wo sie dann immer wieder dieselben Karten haben und auch nicht gezwungen sind, zum Beispiel jetzt in jedem Set oder alle 2 Jahre Essence Scatter zu drucken, damit es halt immer im Format ist zum Beispiel. Ja. Grüße gehen raus an die Savi. Genau. Essence Scatter. Genau. Gut. In diesem Sinn, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, weil dann machen wir noch in 2 Folgen die Karten aus den Jumpstart-Decks, die neuen. Danke, Matthias, für immer Content gerne. Generieren mit mir. Immer euch gerne. Danke für Content genießen mit uns. Hoffentlich. Hoffentlich, genau. Könnt ihr euch gerne Kommentare hinterlassen, uns auf allen sozialen Medien erreichen, uns auf Patreon unterstützen. Eure Top 3 auf jeden Fall reinschreiben. Eure Top 3 runterschreiben. Wir lesen sich immer sehr gerne solche Feedbacks. Und ansonsten uns natürlich im nächsten Video sehen oder auch im Spiel am Wiener treffen. Bis dahin, viel ciao, Spaß und ciao, baba.
Lootmann, Alter, hast du den durchgelesen? Wie kannst du den schlecht finden?